Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Haul für euch und zwar habe ich ganz viele Dinge eingekauft. Ein paar Kleinigkeiten davon habe ich euch tatsächlich auch schon in meinem Geschenkideen-Video gezeigt, weil ich es hier auch im Zuge dieses Geschenkideen-Videos gekauft, bestellt habe. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, wo wir starten. Ich sage euch immer meine ehrliche Meinung. Ein paar Produkte habe ich kostenlos zur Verfügung geschenkt bekommen, beziehungsweise im Zuge einer Kooperation. Und ich würde sagen, ich starte auch direkt mit Do-Nails. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, dass Nagellacke, Gele und alles Mögliche gut auf meinen Nägeln hält. Deswegen war ich super gespannt, ob das hier eventuell funktionieren könnte. Und ich habe von Do-Nails diese coolen Press-On-Nails zugeschickt bekommen in 3 verschiedenen Varianten. Also tatsächlich auch unterschiedliche Stylings. Die hier haben mir am besten zugesagt von der Form, weil ich es nicht mag, wenn man so lange Krallen hat. Das ist aber Geschmackssache. In diesem wunderschönen Ton und wie ihr seht, die habe ich auch ausgetestet. Dann habe ich welche bekommen in diesem wunderschönen Schwarzton. Genau. Dann habe ich welche bekommen in diesem schönen Rot. Und in dieser Babyboomer Art, allerdings ja, sind die mir tatsächlich ein bisschen lang. Zu dem Set habe ich dazu bekommen einmal so ein Nail and Cuticle Oil. Den habe ich auch noch nicht verwendet oder das habe ich auch nicht verwendet. Das ist neu. Und zu den Nägeln habe ich natürlich auch eine Feile bekommen, so eine Glasfeile. Und einen Nagelkleber. Diesen Nagelkleber kann man verwenden, um die Nägel aufzubringen. Ihr habt einmal, ich schaue mal eben, wo denn mein offenes Päckchen ist. Moment. Da muss ich die anderen ja nicht aufreißen. Also die kommen echt hübsch verpackt. Das kann man nicht anders sagen. Die Verpackung ist auch gut durchdacht. Und in der unteren Lage habt ihr einmal noch die größeren Nägel, damit auch wirklich für jeden was dabei ist. Und dann habt ihr einmal diese Pads dabei, um den Nagel zu entfetten. Da habe ich aber noch eigene hier und davon auch einen benutzt. Und dann gibt es diese Nagelsticker, die ihr verwenden könnt. Wenn ihr die Nagelsticker verwendet, sollen die Nägel ein paar Tage halten. Wenn ihr den Nagelkleber verwendet, bis zu 14 Tage. Aber irgendwas stimmt mit der Chemie meiner Nägel nicht. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Sie halten bei mir nicht. Ich weiß aber von anderen YouTubern, dass sie diese Press-on-Nails richtig, richtig toll finden. Und deswegen wollte ich trotzdem so fair sein, es euch zu zeigen. Wie gesagt, bei mir funktioniert es nicht. Aber bei mir halten auch keine Nagelfolien. Bei mir hält kein UV-Lack. Bei mir hält einfach gar nichts. Den Nagellack habe ich mir vor dem Video drauf gemacht und so wie ich mich kenne, kann ich den nach dem Video auch schon wieder abziehen, wie Tesafilm. Irgendwas stimmt mit der Chemie meiner Nägel nicht. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil ich es auch so nett fand, dass Do-Nails mir die Produkte hat zukommen lassen. Ich musste keine komischen Vereinbarungen dafür unterschreiben. Es ist keine bezahlte Kooperation. Ich habe sie bekommen, konnte sie testen, hätte dann eine Kooperation eingehen können. Wollte sie euch aber zeigen, weil ich echt schön finde. Die Nägel, die sind nicht so super dick, wie man die sonst kennt von diesen Press-on-Nails. Die sind wirklich, haben eine richtig schöne Qualität. Die passen sich gut an. Ihr habt wirklich viele verschiedene Größen. Ihr habt einmal hier die 1, 2, warte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier schon mal die 12 Größen. Und innen drin ist nochmal dieses kleine Tütchen mit 3 größeren Größen noch. Und ja, das heißt, man kann sich auf jeden Fall zweimal damit die Nägel machen. Muss dann halt gucken, dass man die Nägel ein bisschen zurechtfeilt. Wenn man die Nagelklebepads benutzt, kann man die Nägel öfter verwenden. Wenn ihr natürlich diesen wirklich sehr starken Nagelkleber verwendet, dann funktioniert das nicht so lange. Nägel anbuffern, Nägel entfetten, aufkleben, schöne Nägel haben bis zu 14 Tage. So steht es auf der Website und ich weiß von einigen Mädels, Kolleginnen, dass sie die benutzen und wirklich sehr, sehr lieben. Und gerade ich fand halt diese Form, also diese hier, diese kürzeren, geraden, super, super schick, wirklich sehr schick. Und sie haben bei mir nicht ganz 2 Tage gehalten, beziehungsweise am 2. Tag haben sie schon einige gelöst. Liegt an meinen Nägeln, nicht an Do-Nails. Ich wollte sie euch einfach mal zeigen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr was von Do-Nails habt. Ich habe gesehen, die haben auch ganz viele verschiedene Produkte. Ich finde es echt spannend. Ja, aber meine Nägel wollen das alles nicht. Sehr, sehr schade. Dann habe ich ein Päckchen bekommen von Purelei. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und zwar habe ich die neue Manifest Your Life Limited Edition. Ist es gar nicht Manifest Your Life Mahina Club Edition bekommen. Für den Mahina Club zahlt ihr im Monat 29,90 €. Dafür bekommt ihr Schmuckstücke im Wert von um die 70 €, also plus minus ca. 70 €. Es sind in der Regel 2 Schmuckstücke enthalten. In diesem Fall haben wir diese wunderschöne Kette. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist in Kooperation mit Dat Julchen entstanden. Das liebe Julchen oder die liebe Julia habe ich kennengelernt bei einem Event in diesem Jahr im Mai. Eine sehr, sehr nette junge Frau und bildschön ist sie. Warte mal, ich gucke mal eben. Ich habe hier irgendwo ja auch das Booklet. Genau. Da ist sie. Bilder vom Event, vom Purelei-Event. Super schöne, echt hübsche Frau. Und wie gesagt, super sympathisch, kann ich nicht anders sagen. Und ja, ich habe diese neue Edition bekommen. Habe mich sehr gefreut. Ihr habt einmal diese Kette. Ich lege sie auch gleich nochmal an und zeige sie euch von Namen. Sehr, sehr, sehr schön. Und dabei waren auch, das finde ich so schön, das ist so gut verpackt. Ihr habt hier dieses Beutelchen mit 2 Kammern. Das heißt, die Ohrstecker sind dann auch in 2 Kammern hinterlegt. Und da habt ihr diese wunderbaren kleinen Augen, passend zu der Kette. Ich setze die mal direkt ein. Finde ich mega schön. Es ist vergoldeter Schmuck, Edelstahl vergoldet. Der Schmuck soll wasserfest sein und ihr könnt das Abo auswählen in 3 verschiedenen Farben. Einmal Gold, einmal Silber und einmal Rosegold. Ich habe mich für Gold entschieden, weil ich einfach finde, ja, das gefällt mir einfach am besten. Und der Schmuck gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich habe einen Rabattcode für euch und nicht nur das, sondern es gibt eine ganz, ganz tolle Besonderheit. Das ziehe ich euch gleich. Ich lege jetzt erstmal den Schmuck an, um ihn euch zu zeigen. Die Kette ist auch richtig schwer, also die hat echt ein Gewicht. Da merkt man auch, ich finde, daran merkt man auch eine gute Qualität, wenn das nicht so flimsy ist. Was ich zum Beispiel auch total schön finde bei Purelei ist, dass ihr euch Extender-Kettchen dazu bestellen könnt. Wenn euch der Schmuck nicht lang genug ist, dann könnt ihr euch den noch mit den Kettchen verlängern. So, und jetzt zeige ich euch das mal von Namen. Ich finde die so schön, ich finde, die fällt auch einfach perfekt. Die liebe Julia hat aber auch ein mega Dekolleté und sie weiß das genau in Szene zu setzen. Ich finde den Schmuck so schön. Das ist so eine schöne Monatsausgabe und ich freue mich mega, dass ich sie bekommen habe. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ja, das werde ich auf jeden Fall tragen. Und richtig cool, mit dem Code MANIFESTMELANIE, MANIFEST-MELANIE, bekommt ihr nicht nur 5% Rabatt, sondern ihr bekommt auch noch das Peline-Set kostenlos dazu. Das ist, wenn ihr in den Link in meiner Videobeschreibung klickt, direkt dahinter legt. Das heißt, ihr müsst es nicht nochmal, es ist automatisch in eurem Warenkorb hinterlegt und ihr müsst nicht extra da noch irgendwas eingeben. Ich finde das so hübsch und wer das genauso schön findet wie ich finde ja immer, geteilte Freude ist doppelte Freude, kann gerne mal in mein Geschenkideen-Video von Mittwoch klicken. Da verschenke ich das nämlich an jemanden von euch, der das gerne oder die das gerne haben möchte, weil entweder möchtet ihr euch selber etwas Gutes tun zu Weihnachten oder vielleicht möchtet ihr es ja auch verschenken. Also das finde ich eine richtig schöne Geschichte. Das Schmuckset hat ja auch einen gewissen Wert und ist eine vergangene Monatsedition Pilina-Reihe. Aber das hier ist schon wirklich herrlich. Richtig, richtig schön. Genau, das wollte ich euch zeigen. Und dann auch richtig toll, ich habe Goodies dazu bekommen. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe Goodies dazu bekommen. Sage ich nochmal, ich habe sie bekommen. Das heißt nicht, dass sie jeder bekommt, weil das letztes Mal wohl ein Missverständnis war. Und zwar gab es eine Handcreme von L'Occitane. Ich habe so ein kleines Blöckchen bekommen, Manifest Your Life. Super süß finde ich den tatsächlich. Und ein Haarband von DM in einem wunderschönen Champagner-Goldton im Wert von 3,45 € habe ich geschenkt bekommen. Und ich bin ganz verliebt. Das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Ich habe mir ein weiteres Schmuckset ausgesucht, in das ich total verliebt bin. Das ist die Lay-Kollektion. Das ist auch eine vergangene Mahina Club-Edition. Ein Mahina Club-Abo-Ausgabe. Da habt ihr einmal diese wunderschöne Münzkette. Sehr, sehr, sehr schön. Auch wieder in der Länge verstellbar. Und auch da gab es die Ohrstecker und die haben mich echt umgehauen. Die finde ich so schön. Richtig, richtig toll. Auch diese wunderbaren Münzen. Der Stecker selber ist matt, die Münze ist glänzend. Die lege ich auch mal an, dass ich euch das zeigen kann. Was ich auch gut finde, ist, dass die Stecker sind so ein bisschen fester. Das heißt, man muss auch nicht Sorge haben, dass einem hinten der Nupsi rausrutscht und dann steht die mit einmal ohne Ohrstecker da. Mega schade ist das. Oh, die sind so schön. Gott, die sind so schön. Schaut mal. Die haben auch ein gewisses Gewicht. Ich habe erst gedacht, die sind vielleicht zu lang, aber nein, zu schwer, aber nein. Mega, mega schön. Ich bin ganz verliebt und freue mich mega darüber. Also, ich habe euch ein paar Sachen erzählt. Geht in die Infobox, wenn ihr euch was gönnen wollt. Wenn ihr das 3-Monats-Abo jetzt abschließt im Übrigen, bekommt ihr das für 84 € statt knapp 90 € oder 89,90 €, also noch ein kleiner Preisvorteil. Nutzt die ganzen Vorteile. Ich profitiere von dem Code nicht. Mein Profit ist der wunderschöne Schmuck, über den ich mich total freue. Und wenn ihr dieses hübsche Pilina-Set gewinnen wollt, schaut in mein Geschenkideen-Video von Mittwoch. So viel dazu. Da geht es mit meiner Dalton-Bestellung, denn auch da habe ich derzeit einen Rabattcode. Da profitiere ich auch von. Mit dem Code BEAUTYMELANIE spart ihr derzeit 20% auf alles. Das gilt noch bis Sonntag, inklusive der Sets. Ich habe mir auch ein paar Sets mitbestellt, um es euch zu zeigen. Was ich mir nachordern musste, war die Hyaluron-Urea-Creme, weil meine Light-Creme zu Ende ist, also leer geworden ist. Und ich brauche im Herbst, Winter tatsächlich die etwas stärkere Konzentration, also die etwas feuchtigkeitsspendendere Version zu der leichten. Ich finde die trotzdem mega, mega. Ich finde trotzdem, dass die sehr gut einzieht. Bis ich dann mit meinem Make-up anfange, warte ich dann so 2-3 Minütchen länger. Sie ist super, super feuchtigkeitsspendend und anti-aging, Hyaluron-Urea. Und ich habe auch wieder ein paar Augenpads mitgeschickt bekommen, weil meine liebe Ansprechpartnerin da immer an mich denkt. Sie weiß, ich liebe und brauche sie in meinem Leben. Und ich habe hier 3 Sets für euch, die ich euch hier einmal kurz zeigen kann. Das ist einmal das Sensitive Care Balancing, das Sensitive Care Set, also für Starter-Kit für sehr empfindliche, zu Allergien neigende Haut. Die habe ich hier, die kommt in diesem wunderbaren Täschchen, das man auch ewig benutzen kann. Wir haben hier einmal eine Probe von der Rich Cream, also von der sehr reichhaltigen Version der Derma Balance Sensitive Care Creme. Dann haben wir die etwas leichtere beruhigende Creme, haben wir hier einmal. Die benutze ich super gern auf rasierte Haut. Dann ist darin enthalten, dass die hyperallergene Augencreme, auch für Menschen, die da ein bisschen sensibel sind. Und dann haben wir hier noch das Triple Ceramid Serum, schützender Gold-Seetang, mit Panthenol. Auch ein super pflegendes Produkt. Das ist in diesem Set enthalten. Die Sets, die haben eh schon einen hohen Preisvorteil. Ich glaube, die haben schon gegenüber Einzelkauf 18 oder 19% Preisvorteil und dann nochmal 20% on top. Ist natürlich ein mega Deal. Dann habe ich hier das Refining Beauty Trend Paket. Ich habe euch das alles schon ein bisschen ausführlicher in meinem Geschenkideen-Video von Mittwoch gezeigt. Ihr habt hier einmal das Niacinamide-Serum, dann die Oyster-Creme in der Full-Size und das Azelaic-Serum. Das sind High Concentrates. Natürlich fällt immer etwas runter. High Concentrates, die wirklich ja, eine tolle Wirkung zeigen. Also es ist hier kein Mickey-Maus-Programm. Sehr, sehr schön, um das Hautbild zu verfeinern. Und genau, sehr, sehr gute, reichhaltige Pflege und natürlich mein Tagesfavorit, Der ist Beauty Trend Hydration. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, damit es nicht wieder alles rausfällt. Ihr habt hier das Triple Ceramid Serum, ihr habt hier das, den Triple Hyaluron Booster und die Hyaluron Urea in einer Full Size. Hätte ich gewusst, ich habe gesagt, legt mir gerne ein, zwei Sets mit rein ins Paket, damit ich euch was zeigen kann. Es gibt natürlich noch viel mehr Sets. Es gibt die Ampullen-Sets, es gibt, legt euch Masken mit rein. Also 20% ist schon viel. Und wie gesagt, die Sets sind bei dem letzten großen Code ausgeschlossen gewesen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich das hier wieder reinkriege. Auf der Rückseite der Verpackung, ich zeige es euch gleich, wenn ich es geschafft habe, es wieder zusammenzupacken, ist auch nochmal der Inhalt aufgeschlüsselt. Triple Ceramid Serum, reduzierte Entzündung mit 3 Ceramiden, Panthenol und Goldseetang, repariert Hautschäden, die Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme, Urea bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust, Hyaluronsäure polstert Fältchen auf, durchfeuchtet die Haut tiefenwirksam, und das, der Triple Hyaluronic Booster mit 3 verschiedenen Hyaluronsäuretypen, auch in verschiedenen, also sie kommen recht tief in die Haut hinein, spendet intensiv Feuchtigkeit, polstert die Haut von innen auf. Ein ganz, ganz, ganz tolles Set. Und auch die Sets haben schon einen enormen Preisvorteil gegenüber Einzelkauf. Und ja, als Set mit dem Code BeautyMelanie spart ihr nochmal 20% on top. Links sind in der Infobox, schaut da gerne rein. Aber wie gesagt, es gibt noch so viel mehr Sets. Ich wollte euch das nur zeigen, und weil ich eh nachbestellt habe, fand ich so lieb, dass die liebe Janine mir die Sets mit reingepackt hat. Oh. Dann habe ich eine Bestellung aufgegeben bei Sephora, weil sie zu dem Zeitpunkt bei Sephora sehr reduziert war. Noch günstiger als bei Look Fantastic, und die haben meist schon richtig gute Deals. Und zwar konnte ich nicht vorbei an der Natasha Denona I Need a Nude Palette. Ich finde die so schön. Ich finde sowieso, dass Natasha Denona wunderbare Lidschatten macht. Meine absolut liebste Lieblingsformulierung der Lidschatten war von Tarte Beauty, aber es gibt es nun mal nicht mehr. Und das sind die Lidschatten, ich habe sie auch schon im Video gezeigt, letztens in einem Vlog, wie schön die performen. Ich finde sie fantastisch, und ja, ich bin ein bisschen langweilig. Ich mag Nude-Paletten. Es macht für mich einfach nie Sinn, bunte Paletten zu kaufen, und ja, sie liegt jetzt schon ein bisschen bei mir. Ich setze euch mal den Link zu Look Fantastic rein, weil ich glaube, da ist sie aktuell wieder am günstigsten. Aber die hier habe ich bei Sephora bestellt, und dazu gab es von Make Up Forever eine Make-up-Probe. Ich weiß nicht, ob die tierversuchsfrei sind oder nicht, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Aber es sind 4 Farben Brötchen drin von der Foundation, HD Skin Foundation, genau. Dann habe ich noch mitbestellt meine Lieblingsmascara, die Tarte Lights Camera Lashes. Ich habe letztens noch drüber gesprochen, ich liebe sie. Meiner Meinung nach die allerbeste Mascara, die es so gibt auf dem Markt. Die ist fantastisch, die macht Volumen, die macht ein bisschen Länge. Die hat für mich das perfekte Bürstchen, ich finde die großartig, genau. Aber ich mag auch die ich jetzt gerade nutze, von Too Faced. Genau, da habe ich aktuell einen, die finde ich auch ganz gut, aber die hier ist mein absoluter Favorit, und die war recht günstig in dieser kleinen Größe. Und dann habe ich mir von meinen liebsten Lipglossen, und zwar die Collagen Lip Baths von Charlotte Tilbury. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich mir wieder einen bestellt. Leider war meiner in Pillow Talk ausverkauft, aber hier Rosy Glow fand ich auch richtig schön. Ihr habt diesen Herzchen-Applikator. Ich finde, für einen Gloss hält der richtig, richtig schön auf den Lippen. Der gibt sofort so ein super pflegendes Gefühl. Ich finde den überragend, und deswegen habe ich ihn mir nachbestellt. Der hat einen ganz, ganz, ganz leichten, minzigen Geruch, aber wirklich nur einen Hauch. Absolut nichts, das irgendwie stört und nervt. Also ich bin Fan. Dann habe ich bestellt bei Aveda, direkt bei Aveda, weil auch da beim Black Friday Sale einiges deutlich günstiger als in allen anderen Shops, und da habe ich dann richtig zugeschlagen, denn meine Haarpflege, ich bin so verliebt in die Haarpflege von Aveda. Meine Haare sehen endlich wieder schön aus, sie fühlen sich gepflegt an, sind nicht super frizzy, sind nicht, also ein bisschen frizzy schon, das ist halt die Struktur meiner Haare, aber sie fühlen sich gut an, nicht mehr so super pups ausgetrocknet. Und ich meine, ich gehe jetzt auch alle halbe Jahr zum Friseur, das habe ich jetzt sonst auch lange nicht gemacht, aber ich bin ein richtiger Fan. Und weil ich merke, dass mein Conditioner langsam wieder dem Ende zuging und auch ein anderes Produkt, das ich euch gleich zeigen werde, habe ich nachbestellt und dann gleich alles, weil es wie gesagt durch den Black Friday Sale deutlich günstiger war. Einmal habe ich mir bestellt, wieder, weil das leer gegangen ist und ich liebe das, direkt nachdem die Haare leicht ausgedrückt wurden, also niemals rubbeln, wirklich vorsichtig ausdrücken. Und dann das Damage Remedy Daily Hair Repair, Instant Visible Repair in die Haare. Ich liebe das. Also einmal finde ich finde, dass es toll riecht. Ich finde, die Aveda-Produkte haben alle so einen kräuterigen Geruch, den ich sehr, sehr gerne mag. Es hat was sehr Luxuriöses, wie ich finde. Und die Haare sind schon, also ich merke schon, ich kämme die Haare ja nicht, wenn sie feucht sind, normalerweise ganz selten. Und wenn doch, dann wirklich vorsichtig mit einem ganz grob zackigen Kamm. Und ich knete mir das in die Haare und gehe dann mit den Fingern grob durch. Und ich merke sofort, dass meinen Haaren das gut tut. Und genau, deswegen habe ich das nachbestellt. Das ist, glaube ich, das Aveda-Produkt, das ich jetzt am längsten da hatte. Ich habe noch keinen vergleichbaren Soforteffekt gesehen bei einem anderen Produkt. Dann habe ich mir nachbestellt meine Botanical Repair Haarpflegeserie, und zwar einmal das Shampoo. Auch das, ich habe es mir erst als Reiseset bestellt, einfach um zu gucken, ist das was für mich. Die Pflege ist sehr preisintensiv. Hätte ich jetzt keinen Rabattcode gehabt, hätte ich für die Produkte, die ich euch hier zeige, es ist 1, 2, 3, 4, 5, wobei ich bin mir nicht sicher. Das eine war, glaube ich, ein Produkt, das gab es dazu, wenn man etwas gekauft hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber um die 190 € bezahlt. Und das war jetzt natürlich mit 30% oder 33% sehr viel günstiger. Nichtsdestotrotz sehr, sehr preisintensiv. Also das Botanical Repair Strengthening Shampoo. Ich setze euch mal einen Link zu dem Reiseset rein. Dann könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr auch so angegriffenes, trockenes Haar habt, wie ich das jetzt eine lange Zeit hatte, ob das vielleicht was für euch ist, bevor ihr da die Full Sizes kauft. Dann die intensiv strengthening Maske, also die intensiv reparierende, stärkende Maske für die Haare. So gut, ich benutze jedes Mal, wenn ich die Haare wasche, und ich wasche sie zweimal in der Woche oder alle 3 bis 4 Tage. Shampoo, Haarkur, Conditioner. Und inzwischen sind meine Haare so fit, dass ich die Maske jetzt tatsächlich auch strecken kann. Das heißt, es reicht bei jeder zweiten Haarwäsche, dass ich die Maske verwende. Lasst die auch gerne mal, also wenn ich unter der Dusche stehe, 5 Minuten... einwirken, sonst wird mir das zu kalt unter der Dusche, bin ich ganz ehrlich. Aber ich wasche mir die Haare auch manchmal nicht unter der Dusche und dann lasse ich die Maske auch gerne mit einem Turban drauf. Natürlich vorsichtig sein mit den Haaren, weil sie super empfindlich sind, wenn sie feucht sind. Auch schon mal ein Stündchen einwirken. Je länger, ich habe das Gefühl, je länger das einwirkt, umso besser. Ist aber auch nur ein Gefühl. Genau, das ist die Rich Haarmaske. Alles selbst gekauft, Aveda weiß leider nicht, dass ich existiere. Sie dürfen mich gerne sponsern. Und der Conditioner, der ist auch so überragend. Ich habe immer gedacht, was macht das schon aus? Ihr macht das rein, dann wascht ihr den aus und dann ist weg. Conditioner ist ein super, super wichtiger Schritt nach der Haarwäsche, weil beim Haarewaschen öffnet sich die Haarstruktur, die Schuppenschicht nach dem Waschen. Deswegen dann auch die Haarkur nehmen, einfach damit die Haarkur auch ins Haar einwirken kann, und nachdem ihr die Kur ordentlich, gründlich ausgespült habt, den Conditioner, damit sich die Schuppenschicht wieder schließt. Also viele benutzen nach einer Haarkur keinen Conditioner. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr kurze Haare habt, aber wenn ihr lange, schöne, gesunde Haare haben wollt, benutzt bitte immer einen Conditioner. Ich bin Fan, deswegen ist der nachbestellt. Conditioner geht bei mir immer zuerst leer. Ist zwar dieselbe Menge drin wie im Shampoo, ist jeweils 200 Milliliter, aber da ein Shampoo aufschäumt, braucht man davon nicht so viel. Und das Shampoo kommt an den Ansatz. Den Conditioner gibt es aber in die Längen und Spitzen. Das heißt, man braucht einfach mehr Material und dadurch wird der Conditioner zuerst leer. Dann habe ich dazu, ich weiß nicht mehr, ob das ein Goodie war oder ob ich das bestellt habe und es war ein Versehen, dass es dabei war, und zwar der Strengthening oder das Strengthening Leave-In Treatment. Im Prinzip etwas Ähnliches wie das Damage Remedy. Das ist ja auch ein Leave-In Treatment. Ich bin mal gespannt, wie sich das macht, weil aus der Botanical Repair ist das ein Tick günstiger. Ich habe nochmal nachgeguckt als das Damage Remedy. Hier kann ich noch kein Fazit ziehen, weil ich es einfach nicht kenne. Aber ich liebe es und habe es mir im Black Friday Sale gegönnt. Und was mich total freut ist, ich habe hier ein paar Proben. Das heißt, wenn ich auf Reisen gehe, Da muss ich nicht Shampoo und Conditioner abfüllen. In der Regel bin ich ja nicht länger als ein paar Tage weg, weil ich habe einfach diese Nestflucht nicht. Ich muss nicht für Wochen Urlaub machen und selbst wenn, reicht das Material, das hier drin ist, auf jeden Fall für zwei Anwendungen. Ich habe hier einmal die Intensiv Strengthening Mask und das Leave-In Treatment, also was ich auch hier habe. Dann das Shampoo und den Conditioner. Ach, gucke nochmal die Maske und das Leave-In Treatment. Das finde ich ganz cool. Dann kann ich das Leave-In Treatment und die Maske kann ich dann tatsächlich mal einer Freundin schicken, dass sie das mal ausprobieren kann. Okay, vielleicht auch Shampoo und Conditioner. Ich bin Fan. Ich liebe, liebe, liebe diese Produkte. Liebe sie wirklich inständig und deswegen habe ich alles nachgekauft. Jetzt, wo es immer noch teuer, aber seinen Preis wert ist, ist so. Dann haben einige von euch schon mitbekommen, auch in meinem Vlog, und ich habe es, glaube ich, auch mal in einem Video und auch mal bei Instagram erwähnt. Ich habe mir den Cloud Nine Waving Wand bestellt. Secondhand in einem hervorragenden, neuwertigen Zustand bei Vinted geshoppt. Ich wollte ihn mir erst auf der Seite bestellen, weil an dem Tag, an dem ich geguckt habe, nach meinem Friseurtermin, war er reduziert auf 100 oder 110 Euro statt 150, 160. Es ist die Reisetasche dabei, eine Beschreibung ist dabei und natürlich der Waving Wand. Der Waving Wand, also kein Lockenstab, sondern ein Wellenstab, funktioniert ganz hervorragend. Das ist wirklich ein ultra dickes Ding. Ich habe jetzt wieder meinen normalen Lockenstab genommen und nicht den Waving Wand. Ich finde, dass die Locken damit oder die Wellen damit sehr, sehr schön und edel aussehen, sehr weich fallen. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass mein Lockenstab, den ich von Remington habe, dass der einen schlechteren Job macht. Am Anfang war ich noch begeisterter, aber der wird halt auch ultra heiß und ist im Handling nicht so super cool. Weil mein Remington Lockenstab, der ist in meiner Infobox, da habe ich meine Amazon-Favoriten unter richtig tolle Beauty-Produkte, habe ich den verlinkt, weil ich den überragend finde. Ich habe den seit Jahren, der kostet quasi nichts. Ihr könnt die Temperatur einstellen, nicht nur medium, leicht und hoch, sondern wirklich die Temperatur einstellen. Wenn ich den auf 170 Grad einstelle, habe ich die perfekte Temperatur, dass die Wellen gut halten. Bei dem hier ist es, und ihr habt vorne den Plastiknupsi, dass ihr den Lockenstab auch vernünftig halten könnt, ohne euch zu verbrennen. Bei dem hier verbrenne ich mich jedes Mal, wenn ich den verwende. Jedes Mal komme ich irgendwie beim Eindrehen irgendwann mit dem Finger oder mit dem Handrücken irgendwie an dieses Ding. Und ja, auf mittlerer Hitze ist er ultra heiß. Entschuldigt bitte die Nebengeräusche, ich weiß nicht, was die da draußen veranstalten und das Fenster ist zu. Und auf niedriger Temperatur halten die Wellen nicht. Also da weiß ich noch nicht, ob ich der allergrößte Fan bin. Also beim Friseur habe ich ihn ein paar Mal benutzt und war immer super, super happy. Sonst wäre ich auch nicht so scharf darauf gewesen, ihn zu bekommen. Aber, hört ihr die Geräusche? Super nervig. Naja, ich finde den schön, aber ich finde, der Remington Lockenstab in dieser großen Breite, den ich in der Infobox, in der Amazon Storefront unter richtig coole Beauty-Produkte habe, der macht denselben Job. Er macht denselben Job. Vielleicht halten die Locken nicht so super lange. Vielleicht müsste ich auch einfach nur die Temperatur höher stellen. Das ist möglich, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. 30 Euro Neupreis gegenüber 160 Euro Neupreis, finde ich, spricht da auch für sich. Und den anderen habe ich jetzt seit 8 Jahren oder so, ja. Nichtsdestotrotz, ich finde ihn gut, werde ihn auch nicht direkt wieder ausmisten, aber ich weiß noch nicht, ob er für immer bleibt, weil diese Verbrennungsgeschichte, die nervt schon so ein bisschen und ich bin sehr vorsichtig und geübt. Ich mache das ja nun auch schon seit Jahren, ich habe ja quasi immer dieselbe Frisur. Ich habe ja super selten geglättete Haare und wenn sie gewellt sind, immer mit dem Lockenstab, das passiert ja nicht von allein. So, ich habe jetzt mal geguckt, die blasen Laub auf einer Wiese. Nicht auf Gehwegen, auf der Wiese. Naja, ich habe außerdem eine Bestellung aufgegeben bei Typology. Nicht, dass ich nicht letztens erst was bestellt habe, aber meine Concealer waren ausverkauft und deswegen habe ich sie jetzt nachbestellt. Ich liebe Typology. Ich habe meine Lieblingsprodukte von Typology auch in der Infobox verlinkt und ich war ein bisschen neugierig auf ein paar andere Produkte von Typology. Auch da, die wissen auch nicht, dass ich existiere. Ich bestelle immer, beziehungsweise bestelle immer, ist Quatsch, das zweite Mal, dass ich den Concealer bestelle. Ich habe die Farbe 1 und die Farbe 2 oder T21 und T22. Das ist einmal die Farbe Light und einmal die Farbe, hier steht es jetzt anders drauf, einmal Light und einmal Fair. Farbe 1 ist Fair, Farbe 2 ist Light. Ich mische die im Winter, Sommer, je nachdem, was ich für einen Effekt haben möchte. Ich bin nicht super weiß, aber ich werde auch nie super braun. Ich finde die überragend. Man kommt da ewig mit hin. Ich glaube, ich habe die jetzt seit einem guten Jahr im Einsatz, habe auch schon Abfüllungen für andere Menschen davon fertig gemacht. Ich finde die überragend gut. Von daher, ja, absoluter Favorit und der creased einfach nie. Der beste Concealer in meinen Augen. Der hat auch eine schöne Deckkraft. Richtig schön. Und dann habe ich mir mitbestellt, muss man eben gucken. Ich habe über den Code von Jamina 1404 bestellt. Da gab es irgendwie ein Produkt dazu. Muss mal eben schauen. Genau, es gab, glaube ich, welches gab es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal nachbestellt, dass die Serum Foundation in Farbe 2, weil die bei mir am schnellsten leer wird. Das ist meine Basisfarbe und je nachdem, wie hell ich bin, kommt die Farbe 1 ein bisschen mit rein. Und ja, weil ich bestellt habe, man muss ja nicht wegen einem Teil dann aus Frankreich nach Deutschland bestellen, habe ich dann einfach noch eine mitbestellt. Dann war ich total neugierig auf das Self-Tanning-Serum. Da habe ich auch noch gar nicht dran gerochen. Ja, hat tatsächlich nicht diesen ganz extremen Selbstbräuner-Duft, den man sonst so von Selbstbräunungsprodukten kennt. Aber ich finde, dieser Duft kommt auch immer erst auf den zweiten Riecher an die Nase. Und dann habe ich hier ein... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Steht es in meinem Briefing? Briefing im Sinne von Lieferzettel. Haarpflege, verdichtendes Kopfhautserum mit Peptiden und Ingwerextrakt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bestellt habe. Dann gab es das wahrscheinlich umsonst dazu. Genau. Das ist dabei. Und darüber freue ich mich auch total. Alles selber bezahlt, alles selber gekauft. Dann, es nimmt kein Ende, ich sage, es ist ein XXXL-Video. Habe ich das gesagt? Es ist ein XXXL-Video. Dann habe ich von Current Body ein paar Produkte nachgeschickt bekommen. Das freut mich auch total mit meinem Code CBMelanie oder MelanieCB. Ich setze euch die Links alle in die Infobox, spart ihr 10%. Und genau, ich habe bekommen einmal das Glow Serum, das hat mich nämlich sehr interessiert, mit Vitamin C und Koffein. Sowohl Vitamin C als auch Koffein wirken auf meine Haut immer gut. Und ich liebe diese sleeken Glasfläschchen. Ich finde es einfach cool. Ich liebe auch das Vitamin C Serum von Dalton, aber das hier wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dazu bekommen habe ich außerdem diese Hydrogel-Augenpads, Augenmasken. Für die Anwendung der Maske darüber finde ich natürlich noch viel cooler. Und auch Hydrogel-Gesichtsmasken für die Anwendung des Face Shields. Denn auch auf die LED-Maskenprodukte bekommt ihr 10% mit meinem Code. Ich liebe sie, möchte nicht mehr ohne sie sein, bin ein großer Fan, zeige euch die auch wirklich ständig in irgendwelchen Videos und was weiß ich. Ich bin großer Fan, bin jetzt sehr gespannt, wie das Glow Serum auf meine Haut wirkt. Ich finde, Current Body macht richtig coole Sachen und die Kommunikation ist einfach sympathisch. Auch hier, ich profitiere nicht von dem Code, wenn ihr den nutzt, ihr spart einfach nur ein paar Prozent. Und mein Benefit ist, dass ich diese wunderbaren Masken geschenkt bekommen habe. Moment, es ist lang. Ich muss jetzt einmal auf die andere Seite meines Wohnzimmers, weil hier liegt der ganze Boden voll. Dann ist meine erste Abo-Lieferung von der Estrid Rasierklingenlieferung gekommen. Das ist auch keine Kooperation, die wissen auch nicht, dass ich existiere. Habe ich damals bestellt mit dem Code von Mösi, weil da gab es irgendwie einen zweiten Rasierer kostenlos dazu. Und hier müssten jetzt 4 Stück drin sein. Okay, 4 Rasierer. Ich finde auch, dass die super lange halten. Also ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass die... habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich den schon austauschen muss. Ich rasiere mich wirklich mehrfach in der Woche. Und ja, ich finde die sehr gut. Mir wurde gesagt, dass es was ganz ähnliches oder dasselbe Design, dieselben Klingen auch von Rossmann, von der Eigenmarke gibt. Ich habe aber noch von niemandem die konkrete Antwort bekommen, dass sie genauso lange halten und genauso scharf sind. Also wenn ihr das getestet habt, dann direkt einen Vergleich habt, schreibt es mir in die Kommentare. Es ist, ja, ich habe ein Abo abgeschlossen, das steckte so bei mir im Briefkasten. Ich finde es richtig cool, genau wie mit meinem Waschmittel-Abo. Das heißt, ich laufe nie leer und wenn ich dann leer laufe, beziehungsweise irgendwann zu viel habe, dann kann ich das Abo ja beenden oder unterbrechen. Und dann habe ich noch eine Bestellung bei The Body Shop aufgegeben. Auch da zeige ich euch jetzt nicht alles, weil ich alle Sets oder fast alle Sets schon gestern in meinem, Mittwoch in meinem Geschenkideen-Video, ich drehe die Videos nacheinander, wir haben ein paar Tage vorher natürlich, genau, und da habe ich mir ein paar Sets bestellt, einfach um sie zu verschenken und auch für mich, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Dann haben wir einmal dieses super süße Set in dieser Art Jutebeutel. Da ist einmal eine Sheetmaske drin aus der Edelweiß-Serie. Die hatte ich auch schon mal hier. Die war mal in der Glossybox Sonderedition. Dann die The Body Shop Shea Butter Body Butter. Meine absolut liebste Serie bei The Body Shop. Oh, der Duft, der ist einfach so schön. So schön. Dann ist da drin eine kleine Maske aus der Himalayan Purifying Glow Mask, Himalayan Charcoal. Ist da drin, da zeige ich euch gleich aber noch was. Dann der Chamomil Cleanser, der ist auch schön. Und eine Handcreme, The Body Shop Hemp Handcreme, die finde ich richtig gut. Das ist die reichhaltigste Handcreme, die ich jemals hatte. Sie riecht auch gewöhnungsbedürftig, halt so ein bisschen hanfig. Also sie riecht schon sehr hanfig, aber die Pflege ist richtig toll. Und das ist so ein kleines Favoriten-Set oder Bestseller-Set. Das konnte ich nicht liegen lassen, weil ich früher super begeistert war von den Gesichtsmasken von The Body Shop, habe ich mir auch dieses kleine Set bestellt. Das habe ich euch auch in diesem Video gezeigt. Ich finde es super schön, auch zum Verschenken. Ich setze euch alle Links, auch die Sets, die ich gestern, die Sets, die Mittwoch online gegangen sind. Ich habe das Video gestern gedreht. Dieses kleine süße Set mit den 3 Masken, mit Rose, die Himalayan Charcoal und die, wie heißt du? Chinese Ginseng in Reis. Genau, und dazu gibt es sogar einen kleinen Pinsel. Und das Ganze kommt in dieser hübschen Geschenkverpackung mit Schuber. Das heißt, es macht auch was her, wenn ihr das zu Weihnachten verschenken möchtet. Gönnt euch das. Genau, und das war's mit meinem riesigen Beauty-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut in die Infobox für alle Links. Achtet auf die Rabattcodes. Gebt nicht mehr Geld aus, als ihr müsst. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.